ich war einer der begeisterten Zuhörer. Ich liebe Orgel über alles. Wie sind Sie denn zum Instrument gerade bis zur Orgel gekommen? Also ich spiele eigentlich Klavier schon seit 8 Jahren und ich bin von klein auf schon hier in der evangelisch-reformierten Petri-Gemeinde und wurde dann gefragt vor 3 Jahren, ob ich nicht mal den Gottesdienst begleiten könnte. Und da bin ich dann zum Orgelspielen gekommen. Orgel ist ja nun doch was ganz anderes als Klavier. Ja, das stimmt. Also beim Klavier hat man beispielsweise noch Pedale, womit man den Ton länger intonieren kann, länger halten kann. Das ist bei der Orgel beispielsweise gar nicht so. Ja. Und auch von den ganzen Klangfarben ist es ja sehr unterschiedlich. Von der Spieltechnik zwar ähnlich, aber es gibt Unterschiede. Wen hatten Sie denn, das muss man ja doch irgendwie ein bisschen unterwiesen werden. Wer hat Sie darin unterwiesen? Oder hat Sie das gelehrt, wie man sagt? Ne? Also das war soweit alles autodidaktisch. Ich habe mir vieles selber beigebracht. Toll. Und ja. Ja, das möchte ich auch können. Ich kann zwar aber auch ein bisschen Klavier. Trotzdem kommt der Klavierspieler doch immer wieder durch. Ja. Hm. Sie sind also Mitglied der Gemeinde hier? Ja. Ja. Und Ihre Eltern, Großeltern waren ja auch hier. Insofern finde ich es sehr schön, dass Sie hier gemeinsam also dann auch das Weihnachtsfest ja sicherlich auch dann begehen, wenn dann der Heilige Abend ist. Ich wünsche Ihnen dann, wenn es soweit ist, frohe Weihnachten und weiterhin alles Gute. Sie gehen ja noch zur Schule. Wo gehen Sie denn zur Schule? Ich gehe hier in Burg aufs Gymnasium. Aha, dann ist das Abitur bald angesagt? Genau. Noch 2 Jahre. Na dann, bis dann also. Da wünsche ich dann jetzt auch schon alles Gute. Okay, Dankeschön. Ich danke auch.